Experten beraten. Heute wollen wir uns von der Firma TZS First Austria diesen Mini-Backofen namens FA5045-4 mit 45 Litern Fassungsvermögen und zwei Herdplatten ansehen. Er kam zwei Tage, nachdem wir ihn bestellt hatten, bei uns an. So wie Sie ihn jetzt sehen, da gab es keine Umverpackung. Dieser große Karton war so angekommen. Der Karton hat die Maße 60 x 45 x 42 cm und das Ganze ist 11,5 Kilo schwer. Schauen wir uns die Verpackung mal ein bisschen näher an. Hier vorne sehen Sie den Backofen abgebildet mit den beiden Herdplatten und den Armaturen. Zu den Produkt-Highlights, die hier beschrieben stehen, gehören, dass er 3200 Watt maximale Leistung hat, Heißluft und ein Grillspieß, 45 Liter Füllmenge, die Innenbeleuchtung, zwei Kochplatten und man kann gleichzeitig backen und kochen. An den Seiten haben wir noch weitere produktspezifische Details aufgelistet. Zwei Kochplatten getrennt bedienbar, Backraum 45 Liter, Heizstufenauswahlknopf mit 100 bis 230 Grad. Er hat Ober- und Unterhitze, eine Umluftfunktion, Thermostatregelung, man kann gleichzeitig kochen und backen, wie gesagt. Er hat einen Drehspieß für Hähnchen oder andere Spießgerichte. Er hat Heizelemente aus Edelstahl und eine Backofenbeleuchtung. Zum Zubehör gehören Backblech, Grillgitter, Drehspieß, Handgriffe, Rümmelblech und er wird mit 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hertz betrieben und die Leistung, die hier vorne mit 3200 Watt angegeben ist, verteilt sich auf 1600 Watt über den Ofen, 1000 Watt für die große Herdplatte und 600 Watt für die kleine Herdplatte. Jetzt wollen wir ihn uns mal ansehen. Backblech oder das Grillgitter entfernen kann. Ganz lustig, er ist hier ein bisschen unterschiedlich lang, aber das sollte in der Funktion keine Rolle spielen. Dann haben wir hier noch die beiden Spieße für den Drehspieß, die auf der Stange dann befestigt werden, um das Grillgut festzuhalten. Die sind aus einem günstigen Metall, würde ich mal sagen. Es ist kein Edelstahl. Hier haben wir noch mehr Zubehör. Das hier ist die Handle, um es von der Seite entfernen zu können, also das Gitter oder das Backblech. Hier haben wir das Grillrost, das Gitter, und das hier ist die Stange des Drehspießes. Aus. Das ist das Rost. Also sehr dünn tatsächlich. Hier haben wir noch die Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und das Backblech.
Das ist schön dick. Das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Im Gegensatz zu dem Gitter. So. Dann noch die weitere Schutzverpackung. Und jetzt muss ich ihn hier irgendwie rausbekommen. Dann legen wir einfach ans Kind. Was natürlich gut ist, weil es so den Ofen vor Schäden während des Transports schützt. Aha, geschafft. Standfüße, die gummiert sein müssen, unglaublich gut funktionieren und können sich gar nicht bewegen. Schauen wir uns einmal an. Ja. Wir haben vier Füße, die dick gummiert sind, die wir auch wirklich dort halten, wo sie ihn hinstellen. Auf der Rückseite, Moment, oh, das ist schwer, haben sie Abstandshalter, damit sie den Herd nicht zu nah an der Wand aufbauen können, da die Lüftung einen gewissen Raum braucht, damit sie nicht überhitzt. An den Seiten haben wir auch noch Lüftungsgitter, also an beiden Seiten. Wir gucken das jetzt hier auf der einen Seite mal. Jetzt drehen wir hier wieder um. Das war wirklich schwer. Hier oben haben sie die beiden Kochplatten, kleine und eine große. Ein bisschen Dreck drauf, aber den kann man mit dem Finger abrubbeln. Das ist nicht weiter tragisch. Darf man sich nicht irritieren lassen. Die sind aus einem beschichteten Material. Hier unten ist eine Alu-Verzierung, also eine Metallverzierung. Und das hier ist auch Metall. Und hier steht noch drauf, dass man da nichts draufstellen oder anfassen darf, weil das heiß wird. Hier sind zwei kleine Beulen, die Sie sehen können. Das muss wohl doch irgendwie beim Transport passiert sein. Ansonsten macht er einen sehr hochwertigen Eindruck. Hier ist auch Gumminoppen, damit wenn er die Tür zuschlägt, dass man da sich nicht verletzen kann und dass es nicht so knallt. Hier unten und hier oben haben wir die Heizstäbe. Da oben rechts ist die Lampe. Das ist auch schön verziert. Hier unten ist einmal dezent das Herstellerlogo angebracht. Hier drüben haben wir die Bedienelemente. Hier ist die Temperaturregelung von aus über 100, 150, 200 bis 230 Grad. Darunter können Sie wählen, welche der beiden Platten Sie bedienen wollen und können, also hier die erste, also hier haben Sie dann die Regelung für die große Platte, diese hier. Da haben Sie die Wahlmöglichkeit zwischen den Stufen 1 bis 5 und dann gibt es noch Max, also maximal. Das gleiche haben Sie dann für diese Platte einen Knopf, einen Regler tiefer. Und ganz unten können Sie dann die Backofenfunktion auswählen. Da haben Sie die Wahl zwischen Ober- und Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Umluft, Ober- und Unterhitze, Oberhitze mit Drehspieß und Ober- und Unterhitze mit Drehspieß. Ich lege jetzt mal das Backblech und diesen Rost ein. Leichtgängig, passt perfekt. Das Backblech. Passt auch wunderbar. Und guter Letzt haben wir noch den Grillspieß.
an die Haken befestigt. So, mal schauen, wie man das macht. Muss man hier aufdrehen. Also die Stange ist, sieht aus, als wäre sie aus Edelstahl, die Haken nicht. Insofern kann das hier passieren, dass die Haken irgendwann mal rosten, wenn Sie sie nicht immer trocknen. Setzen Sie das mal ein. Während der hier zu groß ist für das Nehmen dieser Platten, tatsächlich, wie Sie sehen, normalerweise wird es hier so reingehakt, ist dieser hier wiederum perfekt, um Ihnen Topflappen zu sparen, indem Sie den hier einfach so einhaken. Dann entnehmen können. Das gleiche funktioniert natürlich auch hier. Können Sie ihn auch einfach entnehmen. So. Zu den Maßen des Backofens habe ich Ihnen ja schon gesagt, dass er. Oh, wissen Sie mich nicht üben. 11,5 Kilo wiegt und die Maße 60 x 45 x 42 hat. Das Fassungsvermögen beträgt 45 Liter. Das Backblech und das Gitter haben eine Länge von 40 cm und eine Breite von 30 cm. Die eigentliche Nutzung des Backblechs ist 36 x 28 cm. Das Kabel hat eine Länge von ungefähr 85 cm. Die größere Herdplatte hat einen Durchmesser von 18,5 cm und die kleinere von 15 cm. Die nutzbare Innenhöhe vom ersten Einschub des Backofens bis zu den oberen Heizelementen beträgt ca. 26 cm. Die Tiefe zu der Wand werde ich jetzt für Sie kurz ausmessen. Also die Tiefe von der Wand bis zum Fenster beträgt 31,5 cm. Bis auf den einen Griff, der keine Funktion hat und für das Gerät viel zu groß ist, habe ich jetzt noch keine Produktionsmängel feststellen können. Okay, hier die zwei kleinen Beulen, aber das stört ja nicht weiter. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie der Backofen von TZS First Austria in Action funktioniert und werden damit eine Pizza und Wasser, also Pizza backen und Wasser hier oben kochen. Bis gleich bei Experten geraten.